Und damit willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf diesem Kanal hier zu einem Spiel, was gerade frisch aus dem Early Access rausgestolpert ist, zu Potioncraft. Ich vermute, wir spielen auf Deutsch, oder? Ihr könnt es auch auf anderen Sprachen spielen, aber ich glaube, dann wird das, also, dann wird es nicht unbedingt schlauer, was ich hier tue. Okay. Version 1.0.2 haben wir jetzt hier gerade mal frisch neu draußen seit ein paar Tagen. Und ich habe da freundlicherweise einen Key für bekommen, das heißt, ich habe es mir nicht selbst gekauft, aber das sollte meine Meinung zum Spiel natürlich nicht beeinflussen. Ne? Also alles, was ich hier von mir gebe, ist meine eigene Meinung. So, Discord gibt's, Twitter gibt's, es gibt ganz viele Möglichkeiten zum Angucken und Vernetzen und Informationen bekommen. Ich habe noch keine Ahnung, was das genau so wirklich ganz genau wird. Es ist Potioncraft, ein Alchemy Simulator, wie es denn heißt. Bin ich mal gespannt. Es gibt Barrierefreiheit, es gibt Sachen. Habe ich alles richtig? Es wird schon stimmen. Ich glaube, so viele brauche ich nicht. Das passt schon. Okay, fantastisch. Ich glaube, sonst kann man auch nicht viel einstellen, ne? Weil das alles sehr stilisiert ist. Das ist jetzt nicht irgendwie anstrengende, aufregende 3D-Grafik. Sondern es ist alles sehr in diesem hutzeligen, leicht altertümlichen Stil gehalten. Und das ist eine der Sachen, die mich da spontan angesprochen hat. Ich hatte mal überlegt, ob ich das im Early Access mal spiele, aber dann dachte ich mir, nö, warte ich einfach, bis es komplett draußen ist. Und jetzt ist das der Fall. Der Beginn unserer Geschichte. Du bist ein angehender Alchemist, der auf der Suche nach seiner Bestimmung durch die Welt wandert. Nach einer langen Reise hast du endlich einen Ort gefunden, an dem du dein Handwerk betreiben kannst. Genau, man bastelt dann letztendlich Tränke, hat Kundschaft, die Tränke haben wollen, man schraubt die aus verschiedensten Zutaten und Bearbeitungsmöglichkeiten zusammen. Und letztendlich wird viel, wahrscheinlich viel Rumprobiererei sein und viel Lernerei, was jetzt wann, wie, welchen Effekt auf irgendwas hat. Ich hoffe, man braucht nicht zu viele reale Chemie-Skills, weil da habe ich, ich habe es in der Schule dann irgendwann abgewählt. Nicht überspringen, halt, nein, doch nicht. Ich dachte, das wäre Tutorial anzeigen. Machen wir das, okay. Tutorial, verlassenes Haus. Du hast ein altes, verlassenes Haus am Rand der Stadt gefunden. Der Alchemieausrüstung und dem Garten nachzuurteilen, scheint der frühere Besitzer Alchemie praktiziert zu haben. Anscheinend hat hier ein Zauberer gelebt, aber die Staubschicht und der Zustand des Hauses deuten darauf hin, dass es schon seit langer Zeit leer steht. Wenn das Bild tatsächlich so ist, ich meine, das Haus ist nicht mal bunt, ja? Du beschließt das Haus in einen Tränkeladen zu verwandeln. Nach einigen Tagen des Aufräumens und der Vorbereitung öffnet dein Laden seine Pforten für die ersten Kunden. Vielleicht sollten wir erstmal lernen, wie man Tränke macht, bevor wir die versuchen zu verkaufen. Nur eine Idee. Es ist an der Zeit, dich auf deine Alchemiefähigkeiten zu besinnen und dieses neue Leben in einer neuen Stadt zu beginnen. Okay. Mehr Zutaten für den Kessel. Tränke werden aus Zutaten hergestellt. Nimm deinem Inventar 2 Terrarias und 2 Wasserblüten und wirf sie in den Kessel. Um Zutaten zu verschieben, klicke und halte die Maus, ziehe sie in den Kessel und lass sie los. Achte auf die Alchemiekarte an der Laborwand. Sie zeigt dir den Pfad, den die Zutaten erzeugen, sobald sie in den Kessel gegeben werden. Okay. Ah, wenn ich da rübergehe, bewegt sich das. Okay. 2 Terrarias. Terraria. Ist auch ein Spiel. Sehr pixelig. Terraria ist eine der bekanntesten Alchemiezutaten. Es erhielt seinen Namen aufgrund seiner magischen Eigenschaften, die sich am besten in Rezepten des Erdelements offenbaren. Achso, dann ist das wahrscheinlich Wasser. Genau. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Elemente in die Richtung, okay. Hat offenbar etwas mit Wasser zu tun, Wasserblüte. Ja. Ist das immer der Pfad? Also ist es immer quasi ein nach unten? Oder wie ist das? Oder ist es vom Ausgangspunkt aus? Ich weiß noch nicht so ganz. Plop. Das zweite macht quasi exakt den gleichen Move, okay. Okay. Hat mir aber angezeigt, wie viel ich da nach unten gehe, oder wie ist? Okay. Zack, zack. Und jetzt? Achso, und die 2 Wasserblüten auch noch. Okay. Und dann gehe ich nach rechts. Ist ja die Frage, ob die Reihenfolge auch andersrum funktioniert. Hätte wahrscheinlich. Ich meine, klar, ne? Nach da oder nach da ist das gleiche wieder. Blöpp. Schön, dass die Blüten hier durch die Gegend fliegen, wenn man das anfasst. Das finde ich super. Das sind so Details, die das halt sympathisch machen. Blöpp. Rühren. Nachdem du die Zutaten. Das finde ich ja rührend. Nachdem du die Zutaten hinzugefügt hast, kannst du den Trank umrühren. Wenn du den Trank rührst, bewegt sich das Trank-Symbol den Pfad entlang, der durch die Zutaten definiert ist. Benutze den Löffel zum Rühren. Klicke und halte die Maus und bewege den Löffel hin und her, bis das Trank-Symbol auf der Karte die gewünschte Position erreicht. Da wahrscheinlich. Durch das Rühren erhält das Trank-Symbol Erfahrungspunkte.
Okay, meinetwegen. Das Sammeln von Erfahrungspunkten lässt dich aufsteigen, hat aber keinen Einfluss auf den aktuellen Trank. Okay. Oh Gott. Sie kann jetzt mit der Maus hier hin und her rühren. Sie fragt, ob man zu schnell rühren kann. Okay. Wahrscheinlich ist auch die Frage, wie weit ich da hingehen muss. Okay, ich kann nicht weiter, okay. Das heißt, man kann selber einstellen, in welche Richtung man will. Und ich vermute mal, alle die Orte hier sind Orte, wo man hin möchte oder wo irgendwas Spezielles passiert. Ich weiß nicht. Jetzt berührt das Tranksymbol einen unbekannten Effekt. Um herauszufinden, was der Effekt bewirkt, musst du ihn zum aktuellen Trank hinzufügen. Um den Effekt zum Trank hinzuzufügen, musst du das Wasser im Kessel zum Kochen bringen. Benutze den Blasebalg, um die Kohlen anzuheizen und den Kessel auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Nimm den Blasebalg an Griff und pumpe weiter Luft auf die Kohlen, bis es eine Explosion über dem Kessel gibt. Ich hoffe nicht. Hallo? Pust. Bam. Das ist hübsch. Ich mag den Artstyle. Ich finde ihn super. Fertigstellung eines Tranks. Perfekt. Du hast den Trank einen neuen Effekt hinzugefügt. Heilung. Um die Herstellung des Trankes zu beenden, drücke Trank fertigen. Ich habe einen Heiltrank gebaut. Gebraut meine ich. Nice. Schwacher Heilungstrank. Wasser, Terraria, Wasserblüten. Gut, das Wasser war schon drin, ne? Klar. Oh Gott, da kann man die Weg. Das kann man ganz rauszoomen. Kartenverfolgung, okay. Rezept speichern. Muss erst das Tutorial abschließen. Ach Quatsch, so ein Unsinn. Oh, das. Zutaten zermahlen. Ein Mörser und Stößel sind des Alchemisten beste Freunde. Mit Mörser und Stößel kannst du praktisch alle Zutaten zermahlen und ihr Potenzial erschließen. Dies hilft dir, den gleichen Trank mit weniger Zutaten herzustellen. Versuche den gleichen Trank mit nur einem Terraria und einer Wasserblüte herzustellen. Nimm Terraria aus deinem Inventar, lege es in den Mörser und zermahle es mit dem Stößel, bis es zu Brei wird. Je gründlicher du eine Zutat zermahlst, desto länger wird der Weg. Diese Zutat auf der Alchemiekarte. Was wird dieser Weg auf der Zutat auf der Alchemiekarte sein, sobald sie den Weg. Sobald sie in den Kessel gegeben wird. Okay. Also damit kann man auch nochmal Feintuning machen. Ah, das war das hier. Okay, das wäre dann. Deswegen war da vorher ein X, weil das noch nicht der komplette Weg war. Sondern weil das nur zur Hälfte ausgedingens wurde, das Potenzial. So. Gewalt. Das ist lustig. Wenn man da jetzt noch spezielle Hardware für hätte, um das hier ordentlich einzugeben, das könnte man sicherlich gut mit einer Wiimote und solchen Dingen anspielen. Gib die zerkleinerten Terraria in den Kessel. Blöpp. Okay, das ist der ganze Weg. Ich muss ja. Okay, da kann ich hinkommen. Zermale die Wasserblüte mit Mörser und Schlüssel vollständig. Die Wasserblüte. Kann man das auch anders machen? Ich stoße immer wild drauf rum, okay. Das kann ich mir gut mit Touchpad vorstellen. So auf dem Tablet. Rühre den Trank mit dem Löffel um. Okay. Wow, Gott. Man darf auch nicht zu viel machen. Levelaufstieg, ein Talentpunkt. Ey, Stimmung. Es ist ein Simulator, ne? Von daher, man muss halt schon auch selber rühren. Jetzt den Trank mit dem Blasebalg. Und puff. Nice. Speicherung eines Trankrezepts. Ausgezeichnet, du hast genug. Du hast genau den gleichen Trank hergestellt, aber nur halb so viele Zutaten dafür gebraucht. Dein erster Trankversuch wird nicht immer optimal sein, also experimentiere und perfektioniere ihn. Wenn du mit einem Trank zufrieden bist, speichere ihn im Rezeptbuch. Dann kannst du diesen Trank in Zukunft mit einem Klick herstellen. Mit einem Klick? Okay. Speichere das Rezept für deinen aktuellen Trank. Drücke Rezept speichern, um es zu speichern. Das ergibt viel zu viel Sinn. Ah, ich hatte 11. Ich hatte 12 Zettel, jetzt habe ich nur noch 11. Okay. Gut gemacht, du hast das Rezept gespeichert. Stelle jetzt den Trank fertig. Okay. Bewegen von Raum zu Raum. Du bist der Besitzer eines Tränkeladens und deine Aufgabe ist nicht nur Tränke zu brauen, sondern sie auch an Kunden zu verkaufen. Ein Kunde ist eingetroffen, geh in den Laden. Für die Bewegungen zwischen den Räumen benutze die Navigationsknöpfe an den Rändern des Raumes, die Tasten WASD oder die Pfeiltasten. Um in den Laden zu gehen, klicke auf den Navigationsknopf links oder drücke die Taste A oder die linke Pfeiltaste. Jo, A ist dann also nur noch links hier. Da ist ein Ausrufezeichen. Ah. Tränke zum Verkauf anbieten. Jeden Tag kommen die Leute aus der ganzen Stadt und sogar aus anderen Städten vorbei, um diverse Zaubertränke zu kaufen. Deine Aufgabe ist es, im Labor Tränke zu brauen und sie an Kunden zu verkaufen. Viele Tränke müssen für einen bestimmten Zweck gebraut werden. Aber es ist trotzdem eine gute Idee, ein paar der beliebtesten Tränke für den Fall der Fälle bereitzuhalten.
Wenn ein Kunde einen Trank mag, wird das an seiner Reaktion zu erkennen sein. Okay. Hallo, Kunden. Biete einen Trank zum Verkauf an. Entnimm ihn deinem Inventar und stell ihn auf der rechten Seite der Waage. Okay. Mein Mann ist schon seit einiger Zeit krank, aber in letzter Zeit gibt es ihm noch schlechter. Jetzt kann er nicht mehr einmal mehr aufstehen. Er hat Fieber und schwitzt. Hast du eine Medizin, die einem armen Mann helfen kann, um einen Trank anzubieten? Leg ihn auf die Waage. Ich vermute mal, dass er die gleichen, ne? Schwache Heilungstrank. Heilung ist ja halt sehr allgemein hier angedingens. Okay, ich werde den Trank kaufen, aber viel werde ich nicht zahlen. Die Menge an Gold, die durch den Verkauf eines Trankes erhältst, wird mit dem Button Verkaufen angezeigt. Der Kunde hat 10 Geld, oder Münzen. Klicke auf den Button Verkaufen, um den Trank zu verkaufen. Verkaufen wir 10, ja. Plop. Nice. 10 Geld plus 2, was auch immer, und plus 2 irgendwas anderes. Was ist das? Reputation. Der Ruf bestimmt, wie sie von den Menschen in der Stadt und darüber hinaus wahrgenommen werden und welche Kunden in ihr Geschäft kommen. Es ergibt Sinn. Mit einem guten Ruf werden ihre Kunden freundlicher und ehrliche Menschen sein. Ein schlechter Ruf wird ihnen Menschen mit unreinen Absichten bringen. Mit einem neutralen Ruf kommen beide zu ihnen. Der Ruf verbessert sich, wenn du... Schön. Erst wenn du siehst und dann geduzt. Der Ruf verbessert sich, wenn du gute Menschen hilfst und Bösewichte auch rausschmeißt. Der Ruf verschlechtert sich, wenn die Tränke an Schurken verkauft und sich weigern, Bedürftigen zu helfen. Jo, alles klar. Der Kunde braucht diese Art von Trank, bietet ihm der Trank zum Verkauf an, indem du ihn auf die Waage legst. Ich war gerade auf der Straße unterwegs, als mir wie aus dem Nichts ein Blumentopf auf den Kopf fiel. Gut, dass ich schon immer einen dicken Schädel hatte, sonst wäre ich jetzt erledigt. Aber jetzt habe ich eine fette Beule am Kopf. Womit kann ich sie einreiben, damit sie wieder verschwindet? Wie wär's mit dem schwachen Heilungstrank? Das funktioniert, ne? Ich werde den Trank kaufen, aber viel werde ich nicht bezahlen. Um mit einem Trank Geld zu verdienen, kannst du es mit Feilschen versuchen. Erfolgreiches Feilschen kann den Preis eines Trankes erheblich in die Höhe treiben. Doch sollte das Feilschen scheitern, erreichst du das Gegenteil und der Preis stürzt. Drücke auf Feilschen, um mit den Feilschen zu beginnen. Das ist viel zu logisch beschriftet. Aber das minus ein Ruf, ist das automatisch? Ja, noch nicht entscheidend. Falsch, um einen besseren Preis zu erreichen. Auch wenn nicht jeder lesen kann, aber auf jeden Fall sind Bücher eine gute Möglichkeit, um im Gespräch zu bleiben. Was? Thema Lesen, Einsteiger. Oh Gott. Falsch im Beginn. Gutes Geschäft, schlechtes Geschäft. Da? Was muss ich tun? Ich habe einfach irgendwo hingeklickt. So. Verkaufen wir 10. Aber, so ganz schlau war das jetzt nicht, ne? Oder, wahrscheinlich war das schlau, aber ich hab noch nicht, weiß noch nicht so ganz, was das bewirkt hat. Es fehlen die passenden Tränke. Du wirst oft keinen fertigen Trank für bestimmte Kunden haben. Das ist okay. Du kannst jederzeit zurück ins Labor gehen und den Trank herstellen, den der Kunde braucht. Aber es ist nicht die Gelegenheit, damit Leute mit den Laden ausrauben. Es gibt kein Zeitlimit, also kannst du dich auf das Rezept konzentrieren. Der Kunde wird nicht gehen. Das ist natürlich praktisch. Begib dich in den Garten, um die Zutaten für den Trank zu sammeln. Der Garten befindet sich rechts vom Labor. Hallo! Mäuse haben meine Hütte befallen, obwohl ich eine Katze habe. Die Katze liegt nur auf den Schränken und schaut den Mäusen dabei zu, wie sie treiben, was auch immer sie wollen. Also brauche ich ein Fläschchen mit Rattengift. Es wird einfacher sein, diese Nagetiere zu vergiften, also auf die Hilfe meiner blöden Katze zu warten. Mein Trank anzubieten, liegen auf die Bank, okay. Rechts, so. Ah, guck mal. Sammeln von Zutaten. Der verzauberte Garten ist eine der Hauptquellen des Alchemisten für Zutaten. Jeden Tag entstehen in diesem Garten neue Zutaten. Vergiss nicht, sie von Zeit zu pflücken. Dick auf Zutaten, um sie zu sammeln. Sammle ein Terrarium und ein Feuerlöckchen. Ich vermute, das ist Terrarium und ich vermute, das ist ein Feuerlöckchen. Mehr haben wir auch nicht. Begib dich in das Labor, um einen neuen Trank herzustellen. Also bisher ist das Tutorial schon mal ganz gut. In der Form, dass einfach keine Chance zum Versagen gibt, was ich immer sehr angenehm finde. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man quasi alle Freiheit hat und wenn man nicht den richtigen Knopf findet, der gemeint ist, dann macht man nicht an der Stelle das, was das Spiel eigentlich möchte. Und hier ist einfach nur, es gibt halt nur die eine Möglichkeit. Der Kunde, ne, dadurch hat man schnelle Erfolgserlebnisse. Der Kunde braucht Gift, was bedeutet, dass du einen Trank mit dem Effekt Gift herstellen musst. Die meisten Effekte musst du selbst auf der Karte suchen.
Aber du erinnerst dich aus deiner Alchemieunterricht ja sicher noch daran, dass ein solcher Trank aus einem Terrarium und einem Feuerlöckchen hergestellt werden kann. Hier da unten ist Leben, ne? Ist hier die Frage, ob Leben und Gift dicht beieinander sind. Ich meine, Feuer, Terraria hat uns nach unten gebracht, aber ich vermute, das geht nach links oder so. Auf die andere Seite des Ganzen hier. Brauche den Trank der Vergiftung. Versuche selbst einen Trank herzustellen. Vergiss nicht, alle verfügbaren Alchemiegeräte zu benutzen. Hab keine Angst zu scheitern, du kannst es immer wieder versuchen, indem du den Button unten drückst. Ich vermute, ich muss den ganzen Weg gehen. Wenn nur schon gesagt wird, dass wir die ganzen Geräte benutzen können. So, hab ich das Ganze gematscht, ja, ne? Blub. Das hat deswegen, ich habe die Karte halt noch null aufgedeckt, deswegen, weiß ich noch nicht, inwiefern, was da so passiert. Ich meine, ich kann auch zwischendurch einfach einfach warten, ne? Okay, rühr. Das ist, da habe ich einfach nur Zeugs gesammelt. Puff! Ah, du hast einen neuen Effekt freigeschaltet, Vergiftung. Schließe die Herstellung des Tranks ab. Ich könnte das auch speichern, ne, oder? Blob. Okay, schwacher Vergiftungstrank. Die stärkeren Sachen sind wahrscheinlich weiter unten. Schauen wir mal. Kehre in den Laden zurück und verkaufe den Trank an die Kunden. So, fantastisch. Blob. Ich könnte feilschen. Verkaufe den Trank an die Kunden. Ich probiere das nochmal. Ich meine, bei dem Grünen muss ich irgendwie hinkommen, ne? Ich meine, beim letzten Mal ging es einfach so durch. Wein, Bier und Met, viele andere Arten von Alkohol. Ein tolles Gesprächsthema und was kann schon schief gehen? Ich mache mal hier bei Wein Feierabend. Achso, man kann die Sachen zwischendurch. Okay, das hat nichts gebracht. Okay. Meinetwegen. Ich habe ein Ständchen bekommen. Nice. Sobald der letzte Kunde den Laden verlässt, kannst du dich in dein Schlafzimmer ausruhen. Es befindet sich über dem Labor. Geh ins Schlafzimmer, um den Tag zu beenden. Okay. Den Tag beenden. Um den Tag zu beenden, klick auf das Bett und bestätige, dass du den Tag beenden möchtest. Neuen Tag starten? Klar. Oh, da fliegt ein Mond vorbei. Der hat's eilig gehabt. Ende des Tutorials. Ausgezeichnet, du hast dein Alchemiewissen aufgefrischt und dich mit der Alchemieausrüstung vertraut gemacht. Auf dem Dachboden neben dem Bett hast du ein paar Zutaten und eine Schöpfkelle für Wasser gefunden. Das ist jetzt dein Zaubertrankladen. Und du entscheidest, was du als nächstes tun willst. Begrüße Kunden, plaudere, verkaufe Tränke, feilsche. Vergiss nicht, Zutaten im verzauberten Garten zu sammeln. Und erkunde nach und nach die Alchemiekarte. Viel Glück. Okay. Nimm Zutaten aus deinem Inventar. Zerkleinere eine Zutat, um ihr Potenzial zu offenbaren. Wirf die Zutaten in den Kessel. Ja, habe ich noch mehr Sachen? Beenden will ich nicht, nein. Huh. Ein nettes Häuschen haben wir hier. Hallo Kunden. Ziel erreicht, plus 25, ich gehe in den Laden. Hättest du etwas so, dass ich eine Person, die mir auf die Nerven geht, ins Weinglas schütten kann? Damit ich sie nie wieder sehen muss. Um einen Trank anzubieten, lege ich ihn auf die Waage. Soll ich ihr wieder Gift anbieten oder wie? Oder soll ich... Wir können erstmal ein paar Sachen machen. Hat er auch schon was zu melden? Nein. Müssen wir ein paar Sachen rausfinden. Ich meine, Gift wäre natürlich eine Möglichkeit, aber wollen wir jemanden... Wollen wir da helfen, jemanden zu vergiften? Ich weiß nicht, wie cool das ist. Also, wahrscheinlich überhaupt nicht. Hey, Talentpunkte. Oh Gott, Alchemiekarten, Sichtbarkeitsradius. Erhöht deinen Sichtradius auf der Alchemiekarte, wodurch du neue Gebiete schneller erkunden kannst. Wahrscheinlich, ne? Praxis der Alchemie. Auf der Alchemiekarte erscheinen zusätzliche Boni, die beim Sammeln Erfahrung einbringen. Grüne Bücher. Diese Boni erscheinen an zufälligen Orten und werden jeden Tag aktualisiert. Handel erhöht deine Fähigkeit im Handel. Je höher deine Handelsfertigkeit ist, desto profitabler sind die Anfangspreise, wenn du Waren kaufst und verkaufst. Dies gilt für Transaktionen mit Händlern und Tränkeverkauf an Kunden. Und Feilschen. Achso, kostet 5. Du kannst auf die Schwierigkeitsgrad schwer feilschen. Ja, ich hätte, glaube ich, gerne die Praxis der Alchemie. Ich hätte, glaube ich... Machen wir das. Ach komm. Das kann man immer weiter hochpushen. Okay, was haben wir hier noch? Oh Gott. Nehmen wir eine Zutat aus dem Inventar. Das sind Sachen, die wir schon gemacht haben, oder? Nee, ne?
Bände Kapitel 1 mit 500 von den Dingern. Okay, also man hätte eine Checkliste mit allen möglichen Sachen. Okay, man hat verschiedene Kapitel. 10 Stück anscheinend. 20.000, okay. 15.000. Man macht ja sonst nichts. So, was haben wir denn hier? Ich habe mich nach unten bewegt, ja. Damit kann man schräg einmal rüber. Siehst du, hier könnte man mit dem Stinkepilz, käme man schneller zum Gifttrank oder was? Was ist das für ein wilder Weg? Machen wir mal so ein Schwefelregal. Ich glaube, es gibt keinen Grund, das nicht zu mörsern, oder? Es sei denn, man möchte tatsächlich nur eine gewisse Menge oder eine gewisse Dinge dahin gehabt haben. Rühre den Kessel um, nachdem ein Zutat hinzugefügt ist, ja. Oh Gott. Noch ein Talentpunkt. Wow. Fantastisch. Oh Gott. Ja, aber ich hätte gerne den Radius ein bisschen erhöht, glaube ich. Ah, komm, machen wir das. Geht das jetzt schon? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Kann ich mich nach oben bewegen? Ist das blockiert oder was ist das? Wir schauen mal. Eine Windblüte. Wenn ich hier Wasser zufüge. Ah, dann komme ich wieder ein bisschen zurück. Ah, kann man es verdünnen. Klar, logisch. Chlor. Weiß ich nicht, was das für ein Wirbel dann wird. Ah, okay, das ist tatsächlich ganz blöd. Okay, da muss man sich da durchfummeln. Ha, faszinierend. Ha, wenn ich nach rechts gehe, mit der Wasserblüte zuerst. Ist ja die Frage, wie viel da links ist, ne? Aber im Moment hätte ich da gar nicht genug Zutaten für. Oder ich mache mal einmal hier so schräg runter. Matsch, 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 matsch. Das ist lustig. Kann man schon mal rühren. Ich hätte die Sache wahrscheinlich auch schon mal rühren können, ohne die zu vermengen, oder? Ist der Mörser schmutzig vielleicht? Sieht ein bisschen so aus, ne? Da hätte ich das tatsächlich auch einen Gifttrank draus machen können. Also man kommt auf mehrere Arten, mit mehreren Wegen ans Ziel. Okay, wenn ich jetzt nach oben gehe. Nee, ich kann jetzt nach unten. Oh Gott. Okay, also im Prinzip tastet man sich erstmal so langsam hier durch die Landschaft durch und guckt, wo man eigentlich hin kann und will. Faszinierend. Ah! Knapp. Kann ich was hinzufügen? Kann ich, ja. Die Frage ist, wo meine Getränke sind, ne? Wahrscheinlich woanders. Wahrscheinlich woanders. Ist ja die Frage, wie man da schnell hinkommt. Hier gibt es eine ganze Menge Bücher, das ist schon mal nicht verkehrt. Ich weiß nicht, wie viele Zutaten da mal rein könnten und sollten. Die schwachen Sachen, die wir gemacht haben, gingen doch sehr einfach. Okay, das ist halt ein Punkt, kriegt man schnell hier, bisher zumindest am Anfang. Ja. 30% erhöhter Radius. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, ne? So, ich habe keine Ahnung, wo es noch hingeht hier. Können wir mal nach oben gehen, so ein kleines bisschen. Brauche ich ja nicht mal mörsern. Wobei doch, machen wir ein kleines bisschen. Plock. Ey. Jetzt haben wir das mittelgroße Buch der Erfahrung aus der Alchemiekarte, okay. Das ist schon ziemlicher Quatsch jetzt hier. Ah, komm. Das wird kein billiger Trank vor allem. Falls hier jemand irgendwie veröffentlicht, hergestellt wird. Bei den Wirbeln weiß ich auch gar nicht, was damit passiert dann eigentlich. Aber wir testen es einfach mal ganz kurz. So. Okay. Anscheinend nix. Ich hätte gern Tränke freigeschaltet. Oder wann passiert da was? Oh Gott. Ah, damit kann man das drehen. Teleport. Hä? Hä, Moment. Wenn ich hier was mache, ist egal, oder? Hier macht es keinen Puff und kein überhaupt nichts. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das alles hinführen soll. Um es so zu formulieren. Wir können auch von vorne anfangen, oder? Wie wär's, wenn wir den Gifttrank einfach wieder machen? wir mal nach links gehen hier, glaube ich. Wir versuchen mal ein bisschen nach oben zu kommen. Einfach weil es geht. So. Ah, oh Gott. Zack. Ich kann jetzt nicht die eine Kunde dann so lange warten lassen, das ist ja Quatsch.
Das ist Quatsch. Falscher Knopf. Ich könnte das Buch mit dem da. Ist es ein Trank? Es ist schon ziemlicher Quatsch, möchte ich mal anmerken. Sind einfach auch nur Bücher, okay. Ich will genau links gehen, genau. Gut, dass wir so viele Zutaten haben. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier tue. Ah, da ist ein Trank. Oh Gott. Gut, dass man Sachen dann als Rezept speichern kann. Warte mal, halt mal. Ich habe nicht die Sache. Warte mal, ist was nachgewachsen? Nein. Mist. So schnell wächst es dann auch nicht, das Zeugs. Ich versuche mal, wie das ist, wenn man die Sachen gleichzeitig da reinschmeißt. Okay, dann geht das den Weg einfach weiter. Okay, das heißt, hier kann ich jetzt Power machen. Säure, du hast einen neuen Effekt freigeschaltet. Das ist nicht der Trank, den ich machen sollte, nein. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass es da unten geht. Okay. Ich mache Säuretrank. Das kann ich selber benennen, okay. Das war ein langer und umständlicher Weg. Und genau so werde ich das nicht speichern. Also in dem Sinne, dass man das nur einmal dann machen muss. Also scheint mir so, zumindest wenn man das Gespeicherte dann entsprechend wieder aufrufen kann. Oder sind die jetzt nicht gespeichert hier? Das sind meine aktuellen Tränke. Das sind Zutaten. Das ist alles, das ist Gedöns. Okay. Das ist mein Buch. Das ist eine Anleitung zum Dinge tun. Was? Nigredo? Regenz für die Erzeugung von Albedo und des Salzes der Leere. Was? Ich vermute mal, das wird später noch interessant. Regenz für die Erzeugung von Citrinitas und Mondsalz. Das Rezept ist teilweise beschädigt. Um es wieder herzustellen, muss Nigredo hergestellt werden. Okay. Okay. Ich weiß noch nicht ganz, was das hier für einen Wert hat, aber oder für eine Sache hat, aber mal gucken. Ladenverbesserung. Kaputte Alchemie-Maschine. Schwer beschädigt und reparaturbedürftig. Kaufe neue Verbesserung von Händlern. Okay. Ich bin mal gespannt. Das ist das Menü. Da ist mein Tränkebuch. Okay, mein Rezeptbuch gerade mal. Okay. Das heißt, ich hätte gerne einen Vergiftungstrank. Mit diesem Rezept braun. Okay, dann habe ich aber den Trank. Nice. Ich kann auch mal einen Heiltrank nochmal machen hier. Von diesem Punkt aus weiterbauen. Ah, das geht auch. Na, praktisch. Praktisch. Ist natürlich gut. Ich schaffe Heiltrank, genau. Ja, Handel, ne? Bisschen profitableres Zeugs zu Tier. Bisschen, ja, hier auch kommen Bonus. Ach klar, Level 7.